Leute. Ihr habt euch mal Vlogs gewünscht und deswegen werde ich euch halt einfach durch einen ganz typischen Tag von mir. Richtig geiles fertig geworden. Zieht euch das mal bitte rein. Kriegt ihr mal ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblick, wie so ein paar Dinge entstehen. Das, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon gepostet haben werden, aber das wird eine richtig geile neue Instagram-Reihe mit richtig geilen Videos. Seid gespannt, falls noch nicht ist. Und falls ihr es schon gesehen habt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. So Leute, klassisches Küchenspektakel mittags. Die Family gibt schon Mittagessen. Übrigens, Ben, was hast du in deinem Bein gemacht? Zeig mal. Warte, man sieht das gar nicht. Zieh euch das immer, mal rein. Immer schön Alter. Aufpassen mit Fahrradfahren, Leute. Immer schön aufpassen. Ja, Mann. Genau, Family kriegt Mittagessen. Und es ist schon bald eins. Und ich mache mich jetzt mal Frühstück. Also, wenn der Instagram-Foodblog-Karriere steht nichts mehr im Weg. Hier noch die Wassermelone. Hä? Das kannst du so als Instagram-Bild posten, Alter. Warte, hier noch das Messer. Boah! Nicht, wir stellen ja die Anreise. Das bedeutet, wir treten als Reiseveranstalter auf mit all den Pflichten, die wir haben. Informationspflichten, Stornopflichten und Versicherungen. Das heißt, das decken wir tatsächlich dann auch ab. Da kannst du aber auch mit dem Gewerbeamt einfach nochmal sprechen. Die sind da mal mehr, mal weniger kompetent. Musst du mal schauen, wie du da so hast. Aber ich würde das vorhandene Gewerbe nicht nutzen. Ah, alles klar, super, ja. Geil. Danke für die Info. Da werde ich jetzt so machen. Perfekt, danke dir. Bist du kamerascheu? Ja. 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 So, Leute. Jetzt seht ihr mal das richtige Chaos. Wie es steht und lebt. Der Plan ist nämlich der. Das ist der Plan. Es wird auch so sein, dass morgen ich schon nach Berlin fahren würde, ganz in der Früh, deswegen habe ich heute noch einen Tag, wo ich sehr fokussiert Dinge erledigen kann. Jetzt muss ich erstmal einen Plan machen, was heute alles ansteht, dass ich die Dinge auch auf jeden Fall mache. Übrigens Leute, da seht ihr auch mal, wie ich plane. Ich habe gesehen, am Anfang habe ich angefangen, Sachen aufzuschreiben, einfach aufzulisten, aber es macht keinen Sinn. Du musst nach Struktur gehen. Du musst dir wirklich überlegen, was macht wann Sinn, weil manche Aufgaben kannst du erst nach anderen machen oder manche haben einfach ein gewisses Zeitpunkt, bis wann sie fertig sein müssen. Beispielsweise kann ich zum Friseur die Gewerbeanmeldung kann ich heute nur so lange machen, wie die offen haben. Und deswegen muss man immer so planen, bevor ich zur Gewerbeanmeldung gehen kann, muss ich aber echt das Rechtliche abklären. Das Kroatien-Video, wenn ich es heute noch aufnehmen möchte, dann muss ich das bei Tageslicht machen. Sachen wie Koffer packen, Instagram-Posts und die anderen YouTube-Videos noch schedulen, also vor zeitig hochladen. Die kann ich immer noch danach machen. Deswegen fange ich jetzt mit den rechtlichen Sachen an, weil dann alles darauf aufbaut. Und soll ich dann auch fixe Termine aufschreiben. Und so plant man richtig. Thank you.
Ich würde gerne ein Gewerbe als Reiseveranstalter anmelden. Ja. Ja. Ah, okay. Und muss ich dann erst den Auszug aus dem Gewerbezentralregister beantragen oder erst das Gewerbe anmelden? Okay. Okay. Und dafür brauche ich auch nichts anderes außer meinen Pass oder was genau ich da alles brauche. Okay. Super. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ja, ebenfalls. Tschüss. Also Leute, ich habe mir ein neues Notebook geholt, weil mein anderer Laptop war ja komplett am Arsch. Yes! Und den muss ich jetzt noch schnell auspacken. Gerade rendert das Video, was ich gerade schneide. In 13 Minuten habe ich schon wieder den Livestream mit Startup Teens. Dann muss aber jetzt das YouTube-Video unbedingt noch hoch für heute, damit es für euch gleich um 19 Uhr online geht. Und der Laptop muss bis dahin aber eigentlich auch stehen, weil ich den brauche, um mit ein paar von euch aus der Community zu skypen, weil wir das ausgemacht haben. Und deswegen ist gerade zeittechnisch alles ein bisschen sehr knapp. Und ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, falls ich den mal irgendwo hinschicken möchte. Bam! Oh, ich würde mich gerade gern so viel mehr darüber freuen, aber ich habe nicht die Zeit dazu. Oh. Das, was ist das? Drei Kabel. Das. Ich habe keine Ahnung. Das Video rendert immer noch. Das hauen wir mal darüber. Schönes Tuch. Dann klappen wir doch mal auf. Kleines Product Placement für Toshiba. Ich bin ja mal gespannt. Ideal. Er ist beispielsweise noch nicht aufgeladen. Das bedeutet schon mal, dass wir das machen können. Und dann lädt er und dann geht hoffentlich die Post ab. So. Warte, pass auf. Jetzt kannst du ja auch hören. Hallo! Hallo! Ganz leise geflüstert. Sehen die mich? Ach so, ja, erstens sehen die dich. Das ist kein. Wie nennt sich das bei der Polizei? Beim Verhör? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Kein One-Way-Spiegel. Okay. Wollte noch den Vlog grüßen. Moin. Erfolgreich im Video. Leute, was ein Tag, gerade 2 Stunden durchgehend mit euch gestreamt, beziehungsweise erst 1 Stunde Livestream und dann jetzt nochmal 2 Stunden mit 6, 7 Leuten von euch geskypt. Wow, krass, Alter. Und in 30 Minuten soll ich eigentlich schon ins Bett gehen, damit ich dann ready bin, morgen um 6 aufzustehen, weil es dann um 7 schon nach Berlin geht. Berlin könnt ihr jetzt, nachdem dieser Vlog ja am Sonntag hochgeht, könnt ihr jetzt wahrscheinlich schon auf Instagram verfolgen, was da abging. Gestern war die DNX zu eurem jetzigen Zeitpunkt und checkt es auch unbedingt aus. Der Vlog zur DNX und weiter kommt dann nächsten Sonntag. Wir machen ab jetzt jeden Sonntag einen Vlog. So machen wir das Ganze. Genau. Schreibt mir gerne rein, was euch so interessiert in meinem Leben, was ich euch zeigen soll. Und ja, haut rein. Ich glaube, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Deo.